Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carry On. Wir haben letztes Mal damit aufgehört, dass wir uns hier diese schöne Erinnerung wieder angeguckt haben. Oder Flashback oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt übrigens mal geguckt, in den Errungenschaften, die man bekommt für das Spiel, heißen die Dinger Flashbacks. Also Rückblenden halt. Also wird es anscheinend irgendwas aus der Vergangenheit sein. Also schätze ich wirklich, dass wir eben dieser Wissenschaftler waren, ursprünglich. Beziehungsweise dann halt von diesem Monster hier infiziert wurden. Und jetzt sind wir das Monster. Keine Ahnung, vielleicht finden wir ja noch mehr Flashbacks. Aber wir haben in dieser schicken Höhle hier aufgehört. Da komme ich nicht durch. Aber nachdem wir das Flashback angeguckt haben, sind wir hier oben durchgekommen. Also hier hat sich dieses Tor geöffnet. Und deswegen würde ich sagen, wir reden nicht viel und gehen einfach weiter. Außer noch, falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Sehr nice Spiel. Hier komme ich erst mit dem Würmchen durch. Käfig kann mal weg. Durch da. So, was ist hier? Sieht aus wie ein gesperrtes Areal, wo man eigentlich nicht hin darf. Das gefällt mir doch sehr gern. Das gefällt mir sehr gern, das gefällt mir sehr gut, meine ich. Mal sehen, wo uns dies hinführt. Kernkraftwerk. Okay. Interessant. Ist anscheinend hier schon gesperrt. Wahrscheinlich gab es irgendeinen Unfall oder so. Aha, da sehen wir es ja schon. Wahrscheinlich das kaputte Kraftwerk oder so. Und da ist wieder so eine coole Tür. Und mal wieder ein paar Menschen. Die ich erst noch zerstechen werde. Mit meinen Alter, was? Die sind ja richtig aufgespießt von den Stacheln. Na dann, komm mal her. Lecker Schmecker. Du auch noch. So lecker. Mal wieder ein bisschen Menschenfleisch nach langer Zeit genießen. Und dann krabbeln wir mal weiter, würde ich sagen. Noch mehr Menschen. Da ist sogar gerade einer in mir gespawnt. Okay. Von mir aus. Guck mal, wie lang meine Tentakel jetzt gerade sind. Finde ich nice. Die haben wieder Waffen. Kann ich eigentlich durch Türen mein... Ne, kann ich nicht. Mein Menschenkontrollding machen. Aber ich kann zum Beispiel das hier machen. Na, okay, kann ich auch nicht. Yo, als ob der mich sieht. So ein Stück. Ich wollte ihn eigentlich kontrollieren, aber... Jetzt. Yo, was soll das denn? Der hat mich einfach hart zerschossen. Da wollte ich gerade noch mit den Stacheln hier ankommen und dann... Jetzt fresse ich erstmal die Leute hier oben, damit ich wieder fett werde. Das finde ich immer das Geile an dem Spiel. Yo, bleib mal hier, du. Man kann halt, auch wenn man wieder ganz klein ist, kann man einfach wieder fett werden, indem man ganz viel Menschen frisst. Schön Blut hier überall verteilt. Yo, komm runter. Wie wäre es, wenn ich den mal kontrolliere? Das ist doch eine gute Idee. Das finde ich auch ziemlich nice, die Fähigkeit. So, weil jetzt denken die so, oh, ich werde geschützt. Und eigentlich erschieße ich die aber nur. Und verteile schön viel Blut an den Wänden. Neuer Aufstrich. Aufstrich? Neuer Anstrich, meine ich. So, weg mit dir. Dich brauche ich nicht, aber euch brauche ich sehr gerne. Euch esse ich nämlich sehr gerne. Weil Menschen schmecken gut. So, was gibt's hier unten? Nur Kacke eigentlich. Hier gibt es wieder so ein Stromding. Und hier geht es nochmal durch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Aha. Ach so, man kann die Dinger von der anderen Seite öffnen. Ah, hier ist anscheinend irgendein Atomding. Irgendein Reaktor. So funktionieren die also. Ich dachte schon, man braucht dann irgendwie nochmal eine neue Fähigkeit, um die Dinger zu öffnen. Aber man muss sie einfach von der anderen Seite öffnen. Okay, dann verstehe ich das jetzt auch mal. So, da unten geht es nicht lang. Hier kann ich mal Biomasse ablegen. Muss ich wahrscheinlich dann auch hier irgendwo benutzen. Da ist nichts. Wo geht's hier lang? Hier geht es auch noch nicht durch. Hier brauche ich Würmchen. Also hier komme ich gar nicht durch. Ah, okay, hier muss ich klein sein. Dann lege ich doch mal ein bisschen Biomasse ab, dass sie wieder klein und fein werden. So, aber dann können wir wieder schön unsere Netze verschießen. Außer hier, weil da ist Holz im Weg. Aber dahin. Ja, so läuft das.
Jetzt können wir hier unten weiter. Oder hätten wir jetzt mit unserer großen Version wieder weitergehen müssen? Hier kommen wir jetzt auch nicht durch. Kommen wir hier hin? Nein, ich wollte doch da nicht rein. Na gut, dann bin ich halt jetzt hier. Oh, ein Nest. Nehme ich. Bin ich auch wieder fett. Oh, und da unten ist durchgebrochen. Okay. Ist auch wieder eine Tür mit vier Dingern. So, und jetzt kann ich einmal das hier nehmen und so machen. Dann haben wir den Typen. Der kommt jetzt erstmal her und wird zerfetzt auf der Toilette. Befehl. Schießen Sie auf alles, was sich bewegt wahrscheinlich, ja. Und irgendwie verdächtig. Schießen Sie auf alles, was sich bewegt und irgendwie verdächtig verhält? Achso. Okay, jetzt ergibt der Satz schon Sinn. Ja, soll ich jetzt erstmal zu denen oder soll ich hier runter? Ich glaube, ich gehe erstmal hier unten hin. Hol die dann von da unten. So, den habe ich erstmal weggemacht. Nein! Der sieht mich. Das war ein Sack. Penner. Ich will doch hier nur den Typ. Oh, die Tür ist zu. Na dann mache ich doch erstmal die Tür zu, damit er mich nicht mehr sieht. Und dann gehe ich hier rein. Und dann erschlage ich den Typ mit einer Tür. Und, oh, okay, dann esse ich den erstmal. Und dann erschlage ich den Typ hier mit der anderen Tür. Und zermetzle ihn. Ja, ich mag das, dass man die hier mit so Sachen auseinanderreißen kann und so. So. Euch beide esse ich mal. Alter, hat's die weggefetzt. Oha. Ich sollte meinen Dash, glaube ich, auch öfter benutzen. Der ist eigentlich recht gut, um halt plötzlich auf jemanden zu stürmen. So. Brauchte ich hier noch was? Nee. Nest haben wir da oben. Passt alles. Da sind Leute. Ach, jetzt sind wir wieder hier, nur unten davon. Wo geht's hier hin? Einfach nur ein Umweg oder was? Ah. Können wir das jetzt umlegen? Nein! Die schießen auf mich, die Säcke. Komm, den hole ich mir jetzt. So, und jetzt? Nein! So ein Sack, ich wollte dich doch nur übernehmen. Der sieht mich ja jetzt, oder? Fuck. Ja, juhu, was war das denn? Gar keine gute Idee. Ich kann die von hier immer noch übernehmen, aber der Typ ist jetzt tot, wenigstens. Der auch. So, ich brauche ja nicht mehr, deswegen kann ich eigentlich gleich wieder raus. Du bist einfach totes Stück. So. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder nach oben. Okay, hier komme ich jetzt nicht durch. Hier hätte ich jetzt groß sein müssen. Dann gehe ich wieder nach da unten. Ich hole mir erstmal Biomasse. Dafür haben wir das Nest hier. Dich wollte ich nicht. Ich wollte die Tür öffnen. Weg mit der Tür. So, und dann gehe ich hier nochmal durch. Und dann hier oben raus. Und dann kann ich hier sogar durch. Und da auch. Warte, was gibt's hier? Ah, jetzt kann ich hier auch den Dings durchschießen. Okay. Wo geht's hier jetzt lang? Ach, da kann ich mir meine Biomasse wiederholen, die ich vorhin abgelegt habe. Theoretisch. Bringt mir zwar nichts, aber egal. Hier war ich doch schon. Ach so, egal, hier hätte ich eh nochmal lang gemusst. Stimmt. Ich muss ja hier eh wieder Biomasse ablegen. So. Und dann kann ich den Schalter hier aktivieren. Jetzt komme ich da oben durch. Oh oh. Da ist ein Typ mit einer Waffe.
Nein, ich wollte den hier. Ja. Gib mir. Ja, lecker. Bein. Du kommst auch mal her. Und du da hinten. Oh, du bist schon tot. Ich dachte, der lebt noch. So, Stromding. Einfach mal kaputt machen. Ich weiß immer noch nicht, was die genau bringen, aber... So, jetzt bin ich hier. Gibt's wieder Wasser. Und ein Nest unter Wasser sogar. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Erstmal schön Tentakel schießen. So, da unten kommen wir noch nicht durch. Ach, wir sind jetzt wieder Würmchen hier, stimmt. Aber hier kommen wir durch und hier ist wieder Wasser, okay. Dann lass mal weiter schwimmen als Würmchen. Der sagt... Nein, Flammenwerfer! Was? Nein! Oh Mann, jetzt kommen wieder Flammenwerfer oder was? Oh, okay, ihr springt einfach rein, finde ich gut. Und er trinkt. So lecker. Den Würmchen wachsen auch einfach so fette Mäuler irgendwo. So, lass erstmal gucken. Da gibt's die Dudes mit dem Flammenwerfer. So. Einen habe ich mal. Hoffentlich. Nein, nein, bitte. Verbrennen die sich jetzt gegenseitig? Nein. Aber der eine ist zumindest tot. Nein! Alter, Flammenwerfer sind immer noch die schlimmsten. Oh. Uff, Alter. Ich will den eigentlich übernehmen. Das ist, glaube ich, eine... Aber der sieht mich hier sofort. Ja, beruhig dich mal wieder. Ja, bestimmt, dass er mich hier erwischt. Was soll das denn? Warte, ich kann es ja mal mit dem Käfig da hinten probieren. Ah, der erwischt mich hier wieder, oder? Nein. Wenn ich hier oben in der Ecke bleibe, dann nicht. Nein! Ich hab's so hart verkackt. Oh, aber er liegt. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung. Ich hab's doch irgendwie geschafft. Ich weiß nicht genau wie. Das Tor haben wir jetzt auch offen. Was ich mich auch gefragt habe, kann ich Max übernehmen? Weil wenn ich da zum Beispiel den Fahrer übernehme, kann ich dann auch den Max steuern? Das wollte ich nämlich mal ausprobieren, wenn wir das nächste Mal gegen Max kämpfen. Alter, die Würmchen haben Wumms. So, wo soll ich jetzt lang? Okay, hier bringt mir das eh noch nichts. Ich kann ja erstmal hier unten rein. Okay, hier komme ich noch nicht durch. War auf jeden Fall hart nötig jetzt. Dann gehe ich halt hier durch. Und dann gehe ich hier durch. Nein! Was soll das? Alter! Mit dem Schild hat man ja keine Chance gegen die Frontale irgendwie. Da muss man ja aus dem Hinterhalt angreifen. Oh ne, jetzt darf ich wieder gegen die Flammenwerfer-Dudes kämpfen. Also wenn ich mich aber diesmal schlau anstelle, dann sollte das auch funktionieren. Ja, okay, dann nicht. Der erwischt mich einfach so. Von mir aus. Komm mal her. Was? Als ob der jetzt auch schon auf mich schießt. Ich wollte dich eigentlich übernehmen. Mit dir dann die Flammenwerfer-Dudes erschießen, aber okay. So, wo rennen die gerade rum? Ja, jetzt flammt der wieder den anderen Dude an. Ah, der andere Dude ist jetzt tot, oder? Uff. Okay, nee, die sind beide noch am Leben. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man mit Stacheln in die reinfliegt. Hä? Das kapiere ich jetzt irgendwie nicht. So, einen habe ich. Dann machen wir es halt so.
Ach, der springt erst mal wieder raus. Ja, oder auch nicht. Ich wollte dich eigentlich nur packen. So, jetzt komm du mal mit unter Wasser. Wir sind sogar noch groß geblieben, okay. So. Lass mich hier wieder rein. Würmchen, hallo? Achso, das war noch eine Cutscene. Deswegen. So. Dann hier nochmal durch. Und dann hier oben nochmal durch. Und dann gibt es hier so einen heftigen Dude. Kann ich eigentlich das Ding hier durch? Kann ich, ja. Okay, finde ich gut. Mit den Typen komme ich da gar nicht durch. Kann auch keine Hebel anschießen. Okay, dann stirb einfach. Nochmal auf Nummer sicher gehen. So, hier unten komme ich wahrscheinlich noch nirgends lang. Ne, da brauche ich die Würmchen. Aber hier komme ich durch. Hier kann ich Biomasse ablegen. Na, nein, nicht. Ich drücke mal Tab anstatt Space. So, kann ich hier das hier machen. Brauche ich doch keine Würmchen. So. Jetzt füllt sich das da unten mit Wasser wahrscheinlich. Oder? Oder wo kommt das Wasser jetzt? Nee, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, jetzt kann ich da unten durch, weil das Tor da offen ist. Okay. Da muss ich jetzt nochmal außenrum irgendwie wieder hierher kommen. So, ich hole mir meine... Nein, ich wollte mich nicht ablegen. Ich wollte meine andere Biomasse wiederholen. So. Hier komme ich nicht durch. Hä, wie soll ich denn dann zurückkommen? Nein, ich wollte da nicht durch. Nee, ich müsste ja eigentlich schon da durch sein. Ich müsste ja eigentlich hier unten irgendwo stehen. Von da aus dann hier durch bis zu dem Typen dahinter. Aber das reicht nicht. Das geht nicht. What? Okay, Leute, ja. Es war mal wieder so einfach. Also es war eigentlich nicht so ultra einfach, aber einfacher als ich gedacht hatte. Ich bin einfach nur mal wieder viel zu dumm. Jetzt muss man hier unten hin. Und dann von hier den Typen übernehmen. Und dann kann man hier das Ding aktivieren. So. Und dann kann ich da natürlich durchkriechen. Dafür muss ich jetzt extra im Internet nachschauen. Ja. Wunderbar. Aber egal, wir haben es jetzt geschafft. Immerhin. So, hier kann ich nicht durch, deswegen muss ich wohl hier durch. Und dann bin ich erstmal weg. So, und dann bauen wir jetzt hier ein Nest. Und... dann haben wir, glaube ich, auch schon das dritte Nest. Mhm. So. Und ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge, weil die vorherige Dings jetzt, der vorherige Clip ging schon ziemlich lang. Schon ein paar, irgendwie 20 Minuten oder so, deswegen so ungefähr wollte ich die Folgen ja immer lassen. Auch wenn der Großteil davon einfach nur ein verwirrtes Ich war, aber egal. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst bitte mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren und teilen und am besten einen Kommentar schreiben. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder ein, wenn wir uns hier diesen nuklearen Reaktor oder so angucken werden. Bis dahin, tschüss.